Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal nach einer etwas längeren Abwesenheit. Aber wie ihr sehen könnt, ich bin endlich eingezogen und ich bin auch wirklich froh darüber. Direkt auch als Info vorab, das Video, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist schon etwas länger her. Ich wollte es eigentlich vor Weihnachten, ja es ist wirklich schon sehr lange her, vor Weihnachten online stellen, damit es so viele wie möglich sehen, weil es auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und weil natürlich auch vor Weihnachten dieses Geschäft boomt ohne Ende. Aber viele von euch haben es wahrscheinlich auch mitbekommen, dass YouTube momentan so seine Probleme hat. Deswegen wollte ich noch ein bisschen warten. Der Stefan Klipstein, ebenfalls Tierschutzaktivist und ich haben in Polen mit versteckter Kamera den illegalen Welpenhandel dokumentiert und ihr seht jetzt gleich im Anschluss den ersten Teil des Videos. Den zweiten Teil bzw. das komplette Video gibt es am Freitag auf meinem Tierschutzkanal Maliti, wo auch zukünftig alle Tierschutzprojekte veröffentlicht werden. Das heißt, all diejenigen, die mich deshalb abonniert haben, sollten am besten jetzt gleich rüber switchen und ein Abo dalassen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr weiterhin hier verfolgt, was ich hier so treibe, was eben nichts mit Tierschutz zu tun hat. So, jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit dem Video und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie eure Meinung zu dem Thema ist. Hallo. Guten Morgen. Oh, ich bin wirklich kaputt. Du sollst aber aufstehen. Fit? Bist du fit, Marci? Oh mein Gott. 15 Minuten bevor das Boarding losgeht, bin ich erst am Flughafen. Da muss ich noch schnell einen Parkplatz suchen. Um Gottes Willen. Mein Auto ist da! Ein Fiat 500. Das wird lustig. Ich werde jetzt erstmal mein Handy anmachen und dann hole ich den Stefan ab. Gut, ja. Das ist deine Handtasche für heute? Hier ist der Stefan übrigens. Hallo. Stefan Klipstein. Das ist ja ein Undercover-Einsatz. Wir haben hier einen schönen Kaffeebecher. Und das ist eben eine versteckte Kamera, um zu dokumentieren, wie die Leute denn die Hunde verkaufen. Das ist in Polen eigentlich verboten. Ja. Auf dem Markt seit 2012. Aber immer noch werden dort Hunderte von Hunden verkauft. Ganz offensichtlich, die Polizei macht nichts dagegen, die Marktbetreiber. Und die Leute kaufen halt leider diese Hunde. Und das müssen wir heute mal sehen, ob da nach wie vor noch Hunde verkauft werden. Ja. Wie das ist. Ich fahre da immer wieder rüber, um zu schauen. Und brauche natürlich immer wieder Lockvögel, weil mich kennen diese Hunde. Wenn die mich sehen, die rennen sofort weg. Ja. Das ist aussichtslos. Ja, klar. Deswegen ist natürlich super, dass du heute dabei bist. Und dann können wir das eben ganz versteckt dokumentieren. Kein Mensch kommt darauf, dass da eine Kamera drin ist. 16 Stunden war er gestern wieder im Einsatz, also er ist wirklich auch hart am Rackern und hat sich trotzdem darum noch gekümmert. Ne? Also ja, versteckte Kameras sind ja ganz wichtig, dass wir das halt auch dokumentieren können, ja, als Beweis. Da wir ja Hundewelpen kaufen wollen, um euch zu zeigen, wie das abläuft, brauche ich Geld und deswegen muss ich jetzt erstmal Geld abheben. Ja, das ist schon der Markt hier von Slubice und das ist der Hauptumschlagplatz für Hundewelpen in Polen, im Grenzgebiet zu Deutschland. Ja? Und da werden die Tiere abends entsorgt, die schwer krank sind, die unverkäuflich sind. Die werden einfach hier, Wassergebiet ist das, im Wald mit Moor und Teichen, oh, werden die Tiere in Tüten versenkt, erschlagen. Deswegen kaufen auch ganz viele Leute hier die Tiere, weil das hier eigentlich also einschlägig bekannt ist, dass die Tiere, die nichts wären, werden im Wald entsorgt oder einfach von der Brücke in die Oder geschmissen. Wir stehen jetzt gerade am Parkplatz noch vom Polenmarkt. Natürlich möchten wir so unauffällig wie möglich sein. Ne? Wir sollen ja ganz normale Leute sein, die den Polenmarkt besuchen und dann sich noch ein Hündchen oder zwei oder drei kaufen. Deswegen schalten wir jetzt um auf die Spionage, ja, genau, auf die versteckten Kameras. Ich habe nie, aber am besten Sonntag, Samstag vorne steht Leute. Ja? Heute nicht? Heute nicht. Hm. Heute nicht. Am besten am Wochenende. Am Wochenende. Mhm. Ja? Sondern Sonntag. Sonntag viele, ist besser. Viele, ja. Ja. Besser. Und dann immer da hinten oder wie? Ja, dieser Vista ist dann ganz hinten. Okay. Ja, dann komme ich am Sonntag. Ich würde eigentlich einen Hund kaufen. Wissen Sie, wo ich da am besten hingehen kann? Heute? Ja. Hier an der Basar besser nicht, wo alle krank oder. So. Morgen stehen Leute mit Hund. Morgen? Ja, morgen. Sonntag und Samstag. Ja? Sonntag und Samstag. Aber heute ist noch. Heute muss man. Ja, wo viele Hunde kaufen. Mhm.
Ich weiß nicht, wo Essen, ob ein Arzt ist, auch Polizei kommt oder nicht. Leute, ich kaufe mir hier Hunde tot, zwei Tage, eine Woche. Und aber sprechen sie, ist Chihuahua, erwachsen. So, ne? Ich kaufe eine normale Mischlinge, ja. Was ich einen Monat habe. Und als Chihuahua. Ja, das gut, ja. Das werden auch hier verkauft. Morgen. Morgen erst. Hier kommen morgen. Okay. Und für Ecke habe ich alles Rasterfunden. Wann soll ich am besten? 9, 10 Uhr. 9 oder 10 Uhr? Ja. Bitte. Chihuahua, Hündchen. Ja. Habt ihr welche da? Heute? Ja, heute. Moment, ich muss anrufen für meine Kollege, aber muss warten, die Frau muss fahren, ja? Ja. Die ganze Woche ist keine verkaufen, nur Wochenende. Aber viele Leute, aber ja. Nonstop ist Polizei. Ach. Ja, das ist nicht legal, ja? Ah, okay. Moment, ich anrufe. Ja. Ja. Und dazu Hund, ja? Ja, genau. Ja. Moment, ich anrufe wieder Hund, ja? Ja. Pinscher und Chihuahua, eventuell, ja? Braun. Ja, ein Schwarzer, ein Braun. Und eventuell Shih Tzu mit Pinscher. Shih Tzu haben sie auch noch? Können wir bei 2,80 machen? Wie 2,80? 85. Ja? Kurzer Zwischenstand. Es hat tatsächlich funktioniert. Wir haben noch jemanden gefunden. Wir waren teilweise schon wirklich so ein bisschen verzweifelt. Krass, ne? Ja. Also früher standen die wirklich vorne, wie ich sie ja gezeigt habe, ne? Standen sie überall in den Körben. Mhm. Und jetzt läuft das wohl viel verdeckter ab. Also ja. Sie machen das, sie sind extrem misstrauisch, hatte ja. ich den Eindruck. Und sie machen das wirklich so ganz verdeckt. Mhm. Und jetzt werden die Hunde quasi abseits vom Markt wohl auf dem Parkplatz, ne? Verkauft, ja. Jetzt beim letzten haben wir tatsächlich Glück gehabt, weil sie sofort angesprungen ist, ne, wie wir gesagt haben. Sie hatte das ganze Handy voll. Also sie hatte so eine Liste gehabt, wenn du gesagt hast, Yorkshire Terrier, hat sie rumgescrollt. Ah, ja, Yorkshire Terrier, Moment, Moment, ne? Pinscher, Chihuahua, Bulldogge, Yorkshire Terrier, Katzen. Sie hat ja selber gesagt, sie ist Managerin vom Markt ja für Hunde, ja. Ja. Also es scheint nach wie vor trotzdem stattzufinden. Also wenn man jetzt einmal hier einen Kontakt vor allem hat, dann weiß man auch zukünftig, wo man dann auch hingeht. Und so machen das ja die Hundehändler. Ja. Die haben ihre Kontakte hier aufgebaut und machen dann quasi diese ganze Aktion. Uns wurde ja gesagt, um 15 Uhr sollen wir dorthin gehen. Wir haben jetzt so eine Dreiviertelstunde noch Zeit und ja. wir müssen auf jeden Fall kurz das Material sichern. Hier im Wagen. Das ist ganz wichtig, man weiß nie, was passiert. Wenn die Tarnung auffliegen, die werden gewalttätig, die rasten aus, die klauen an die Kameras, die ja. Tasche, die rennen weg. Dass wir das auf jeden Fall safe haben, ne? Ja. Das ist ganz wichtig. Ja.